Moin, sind ihr Füchse da draußen? Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Uns ist ein bisschen der Cobblestone ausgegangen und da wir in Foxington waren und ich ein bisschen in muckeliger Erinnerung geschwelgt habe und meinen alten Bau mal wieder durchsucht habe, habe ich mir überlegt, wieso denn nicht? Wieso gehen wir nicht einfach nochmal in unsere alte Mine von früher und buddeln hier mal wieder ein bisschen weiter? Und das machen wir jetzt auch. Also wir befinden uns mal wieder unter vertrauten Gefilden, nämlich unter Foxington, in unserem alten Bau. Und sind hier fleißig dabei, in unserer alten Mine noch ein bisschen zu buddeln. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und das machen wir heute, denn wir brauchen Cobblestone. Und das nicht zu knapp. So. Und deswegen buddeln wir hier fleißig weiter. Von der Höhe müssten wir uns auf 11 befinden. Wunderbar. Das heißt, wir können eigentlich tatsächlich sogar einen weiter runter. Das glaube ich sogar noch besser. Dass wir den Elfer in der Mitte haben. Wir stehen auf 10, 11 haben wir in der Mitte. Das ist besser. So fahren wir fort. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, bis wir auf Wasser stoßen, ne? Ist ja immer nur eine Frage der Zeit. In irgendeiner Richtung wird sich schon Wasser befinden. Buff. Tja, damals gab es halt auch noch nicht so viele Steinarten. Da war es einfacher, an Cobblestone zu kommen, weil du hast dich einfach reingebuddelt und 99% hast du Cobblestone gekriegt. Das lübt jetzt ja nicht mehr, ne? Jetzt gibt es hier ja alles Mögliche an Steinen und verschiedenen Gefelsen und Co. Aber wir sind im Claim von Hedy. Grüße gehen raus an Hedy. Ich buddel mich mal ein bisschen unter dir durch. So. Wir werden auf jeden Fall einiges an Cobblestone auch benötigen. Also das wird schon ein bisschen was. Oh, guck mal hier. Da wäre doch jetzt meine andere Spitzhacke super, aber wo ist die eigentlich? Habe ich die weggepackt? Habe ich die verbraucht? Wo ist denn die besondere? Ich habe doch so eine besondere Spitzhacke gehabt. Habe ich die hier in meine Schulkerkiste getan? Ah, there we go. Oh, ich habe Bruchstein gefunden. Ich muss öfter mal in meine Schulkerkiste gucken. Ohne Spaß. Ich muss sie auch öfter mal benutzen. So, der Glücksfuchs ist aber hierfür jetzt gedacht, ne? Das habe ich richtig verstanden, oder? Ich habe es leider schon wieder vergessen, wofür es geeignet ist. Es ist auf jeden Fall nicht für Erze gedacht. Da habe ich leider exakt falsch reagiert. Sondern hierfür nehme ich jetzt wieder nicht. Das würde nicht klappen, weil das Blöcke sind. Das müssen Dinge sein, die nicht als so ein Block rauskommen. Also Kohle. Lapislazuli. Redstone. Was haben wir da noch? Ich glaube, das war es so ziemlich, oder? Yuko hatte mir das brav auf YouTube in die Kommentare geschrieben. Aber wie ihr seht, ist das schon wieder ein wenig her. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber ich weiß auf jeden Fall hierfür, für das, wofür ich es benutzt habe, nämlich für Gold und Eisen, war es nicht gedacht. Insofern sollten wir das unterlassen in Zukunft. Habe ich da noch ein bisschen was gefunden? Ist das nicht geil? In der Schalkerkiste noch ein bisschen Stein. So muss das sein. So, jetzt können wir nämlich hier den Glücksfuchs wieder benutzen. Dum, 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 dum. Gib mal nur ruhig Rando. Ja, guck mal, wir kriegen jetzt immer zwei Kohle. Das ist natürlich geil, ne? Also nicht immer, aber relativ zuversichtlich immer zwei. Dü, dü, dü. Aber sehr gut, dann können wir das nutzen, um ein paar Fackeln zu machen. Wieso habe ich denn Schnee dabei? Braucht doch kein Mensch. So. Insgesamt ist meine Box schon wieder sehr voll. Wir sollten den Mohn. Den Mohn sollten wir platzieren. Wir werden jetzt Folgendes tun. Sollte irgendwann mal jemand diesen Mohn hier sehen, macht ein Screenshot davon und denkt an den Fuchs.
Er hat den Höhlenmond platziert. So, der Rest kann erstmal so bleiben. Ja. Wir können natürlich die Schalkerkiste mal hinstellen. Und da auch schon mal wieder ein bisschen Cobblestone reintun. Und ein bisschen Modder. Vielleicht auch ein paar Kekse. Das sind doch ein bisschen viele Kekse. Das kann da rein. Das kann da rein. 64 Brot, Alter. Läuft. Rest bleibt erstmal so. Und wieder abbauen. Mit so einem trockenen Brot. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir arbeiten uns weiter vor. Es geht voran, würde ich sagen. Es geht voran. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal nur buddeln. Das ist für mich das, was Minecraft damals so reizvoll gemacht hat. Inzwischen ist es ja bei weitem mehr. Aber ich fand das halt so geil. Du hast da irgendwo bist du in die Welt gegangen, in dieser random generierten Welt, die immer anders ist. Und hast dich einfach in die Erde gebuddelt und hast halt gehofft, Schätze zu finden und sonst irgendwas. Damals gab es ja auch diese Gebauten und Bewohner, Dorfbewohner und so, diese Strukturen, die gab es ja alle noch nicht, da irgendwelche Minen und so Krams. Da hat es einfach nur gereicht, durch die Gegend zu buddeln und zu hoffen, dass man auf irgendwas Geiles stößt. Das war halt einfach cool. Und ich finde, diese Faszination ist immer noch da. Ne? Inzwischen ist halt viel mehr. Es ist ja so ein Open-World-Survival-Mischmasch-Clusterfuck aus allem, was es so an Spielmechaniken gibt, wenn man mal ehrlich ist. Aber, ja, es balanciert alles ganz gut, ne? Aber ich kann schon verstehen, warum es Leute gibt, die mit Minecraft jetzt nicht unbedingt was anfangen können. Kann ich schon nachvollziehen. Für mich ist das so ein bisschen wie Lego für Große. Und auch Kleine. Man kann halt sich kreativ komplett austoben. Dafür musst du dir deine Story und deine Ziele halt auch selber stecken. Es gibt halt eigentlich so wirkliches Ziel gibt's nicht, ne? Außer halt diesen Drachen mal besiegen, wenn einem das als Ziel wichtig ist. Hallo. Ich müsste mal eben hier, wenn das okay ist für dich, dankeschön. Haben wir jetzt wieder irgendeine Höhle gefunden? Eine Bat. Na gut, sie ist zumindest nicht so groß. Das heißt, da kann man sich tatsächlich mal eben ranmachen, das Eisen rausholen. Wenn wir sowieso schon hier sind, ne, muss man jetzt ja nicht zurücklassen, den Kram. Wir sind zwar primär jetzt eher auf Cobblestone-Suche, aber wenn sich uns hier schon so ein bisschen Eisen darbietet und Redstone, dann können wir das auch ruhig nehmen. Bing, 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 bing. So. Okay, und dann buddeln wir aber hier ganz normal weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Wir schlagen uns hier einfach weiter durch. Und gucken mal, wo es uns hintreibt. Ja, ja, ist gut. In den nächsten Gang offensichtlich. Schade. Ich schlage aber erstmal weiter, dass wir unseren Weg nicht aus den Augen verlieren. Hier irgendwas los? Nö. Machen wir kurz Licht rein. Und dann geilert munter weiter. Irgendwie ist das cool, mal wieder in der alten Mine zu sein. In seinem alten Bau. Ziehen wir wieder zurück nach Foxington. Scheiß auf die schwebenden Inseln. Alles zusammenpacken und all unseren Kram in diese alte Bude stopfen. Keine Chance. Keine Chance. Sobald man Platz hat, dann verbraucht man den ja auch, ne? Das ist ja so. Kennt ihr vielleicht? Oh, da, Diamanten. Oh, scheiße. Fuchs, du musst hier raus. Und du musst dich mit Brot gegenheilen. Gegenheilen. Ich will nicht brennen, ich will nicht brennen. Hör auf zu brennen. Ach, kack, ich bin echt gestorben. Ich fasse es nicht. Nein! Jetzt müssen wir da wieder hin. Oh, nö. Oh, nö. Ach, guck mal, wie sie sich auch Nestor.
Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. RPTP Foxington. Das ist ja mal scheiße gelaufen. Na gut, es muss auch mal kacke laufen, ne? Gut, aber das kriegen wir hin, soweit war das ja nicht. Gibt's ja jetzt wohl nicht, ne? Hast du die Diamanten vor der Augen und dann verbrennst du, bevor du sie einsammeln kannst. Das ist ja mal eine fiese Nummer. Eine richtig fiese Nummer ist das. Das ist aber gar kein Problem. Wir sind ganz nah dran, wir holen uns die. Das kriegen wir hin. Wir müssen jetzt nur aufpassen, wo das war. War das hier? Hier war das nicht. Das war hier. Hier war das. Das ist der Weg. Oh, wir sind unterm Hafen. Ist ja irre. Ist ja doch ein ganz schönes Stück. Hallo, hallo. So, da sind sie doch auch schon. Die Diamanten. Diamanten. Dafür ist der Glücksfuchs natürlich richtig geil. Leider gibt es nicht mehr Diamanten. Das war's an Diamanten. So, jetzt müssen wir uns irgendwie über die Lava drüber hinweg arbeiten. Mal kurz gucken. Okay, die Höhe ist okay. So. Dann machen wir hier erstmal weiter. Buddeln einfach auf der Höhe erstmal noch. Alter, wie viel Lava ist denn hier? Das ist ja schrecklich. So, jetzt vorsichtig. Dankeschön. Licht. Wir buddeln eben auf der Höhe weiter. So. Oh, die falsche. So. Ah, Was war das? Fuchs ist leicht verwirrt. Hallo? Hier hat sich schon mal jemand durchgeschlagen. Moin! Ich kreuze dann eben nur kurz, ne? Geht aber weiter hier. Alles gut, alles gut. Wir machen dann hier auf dieser Seite wieder weiter. Auf welcher Höhe sind wir denn inzwischen? 12. Das heißt, wir müssen nochmal 2 runter. So. Und dann geht das hier wieder in 3er Schritten weiter. So buddel ich immer am liebsten. Ich habe das gerne ein bisschen frei, dass man ein bisschen Platz hat und seinen Kopf nicht immer anstößt. So, zack, Lampe ran und weiter geht's, würde ich sagen, wa? Weiter geht's durch die Mine, bis der nächste Lava-Einbruch kommt. Oh, ich bin da zuversichtlich, das wird. Das wird, das wird. Wir kriegen das all hin, wir kriegen das all hin. Da schlagen wir uns jetzt unter Foxington die Steine raus, um damit einen Weg zu bauen. Ist das nicht irgendwie lustig, dass wir all diese Blöcke nochmal wieder neu setzen und wir werden mit ihnen einen wunderbaren Weg formen, der einen stabilen, sicheren Weg über einen Vulkan Richtung unserer schwebenden Inseln führt, wo ihr dann meine wunderbare, wunderschöne Klingel drücken könnt, die ich wahrscheinlich wirklich noch umbauen muss. Ich baue die, glaube ich, wirklich nach unten und mache mir dafür mit der Redstone-Leitung, die ich eh schon gelegt habe, so ein Türöffner. Das fände ich ganz nice. Dann kann ich bei Besuch einfach den Hebel drücken. Tür geht auf. Perfekt. Perfekt. Zack, 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 zack. Das beruhigende Geräusch von zerplatzenden Steinen. Düp, 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 düp. Es geht voran, es geht voran. Nanana. So, wir buddeln da eben schnell drum rum. Okay, so, dann holen wir den Glücksfuchs raus. Der Glücksfuchs regelt für uns. Ah. Lippt, würde ich sagen, ne? Lippt. Weiter geht's. Was sagt das Inventar?
Ah, ein bisschen Platz ist noch. Ein bisschen Platz ist noch. Solange wir noch was einsammeln können, geht das noch weiter. Danach gehen wir erstmal wieder buddeln. Buddeln nicht. Was sag ich? Buddeln, verbauen. Platzieren. Einen Weg generieren. Zack. Ah, komm, wir packen die dann auch noch ein Licht hin. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Das soll ja auch schön beleuchtet sein hier. Wir wollen uns wohlfühlen in dieser Mine. Ist jetzt nicht so, als könnten wir uns die paar Fackeln da nicht leisten, ne? Doch geil schon. Doch geil schon. Ich bin immer ein bisschen knauserig mit den Fackeln, ne? Düb, 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 düb. So, wir buddeln noch ein wenig. Noch geht's, ne? Oh ja, aber Inventar nähert sich der Vollendung. Müssen wir eben mal die Stalkerkiste wieder hinsetzen. Da können wir rein tun. Das und das und das. Ja, und ja, die Lampen noch eben. Dann ist noch ein bisschen Platz. Mit Glück reicht das dann sogar. Wenn wir das dann wieder zum Weiterbauen verwenden, könnte das reichen. Schon wieder irgendwas Unterirdisches gefunden. Offensichtlich. Eben kurz mal gucken. Ich dachte erst, hier wäre schon mal jemand gewesen, aber nein, das sieht unentdeckt aus. Das sieht, Gold! Ich liebe Gold! Her damit! Das sieht noch jungfräulich aus hier und das in Foxington. Ich kann es gar nicht glauben, dass es hier noch Orte gibt, an denen noch nicht alles komplett gelootet worden ist. Kann ich ja fast gar nicht glauben. Aber es gibt sie. Es gibt sie tatsächlich. Also, ein bisschen Claim doch nicht umsetzen. Löbt. Wenn ich den Claim, den Server spawn. Oh je, yeah, wieder so riesige Höhlensysteme. Oh nö. Oh nö. Komm, die Kohle nehmen wir eben noch mit. Tatsächlich haben wir da in unserer Glas-Smelter-Zeit einiges von wegverbraucht. Da kann man tatsächlich mal ein bisschen den Bestand wieder auffüllen. So. Und mit dem Glücksfuchs geht das noch ratzefatze. Zack, 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 zack. Noch Platz? Ja, geht noch. Whoopala. Wo kommen wir denn jetzt her? Wo kommen wir denn jetzt her? Hier kamen wir her, alles klar. Wir setzen den Weg erstmal weiter fort, ja. Wir können uns ja hier einen Pfeil hinsetzen, dass wir wissen, hey, da geht's hoch und da oben sind tolle Sachen. Aber wir buddeln jetzt erstmal weiter. Wir dürfen uns nicht vom Ziel abbringen lassen. Ja, aber dein Ziel! Wir sind nur ein paar Stacks von Steinen entfernt. Ja. Und dann wird frischer Weg gebaut. So. Oh oh. Ah. Ich dachte, der Füllegrad wäre erreicht. Aber ich denke, er ist gefühlt auch erreicht. Ja, nicht so gut. Ich muss erstmal Kaffee trinken. Ich habe mir den gemacht und trinke ihn nicht. Er wird jetzt immer schön kalt. Mmh. Mmh. Gibt es was Schöneres als kalten Kaffee?
Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bitte ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.